So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge Spielern Schaden mit Scharfschützengewehren zu. Ich habe es euch schon vor zwei Videos, glaube ich, gesagt. Das wird für mich wieder eine lustige Aufgabe. Weil die Sniper an sich ist überhaupt nicht meine Waffe. Ich kriege irgendwie nicht auf die Reihe, die Flugkurve und etc. mit einzuplanen. Aber ich denke mal, es wird unterhaltsam. Wir machen das Ganze in Gruppenkeile. Auf ganz entspannt. Dann kurze Infos. Skin-Verlosungen finden natürlich immer noch statt auf meinem Kanal. Allerdings in anderer Form. Nämlich jetzt für alle Mitglieder, die dann im Livestream drin sind, wenn ich eine Solo-Runde auf ganz entspannt gewinne. Es kommt nicht so häufig vor, aber es kommt vor. Lieber Coco, Grüße gehen raus. So, dann, ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier mit der Aufgabe ein bisschen helfen, weil, wie gesagt, probiert es einfach in Gruppenkeile. Ich denke mal, das ist schon die schnellste Variante, wenn nicht sogar in Operationen. Also da teilweise wird schon doch eher Operationen nehmen, aber da muss euch auch klar sein, das wird halt dann anders nervig für deine Mitspieler. Aber ich denke mal, sollte ich das hier gar nicht auf die Reihe kriegen, geschweige denn einen Sniper finden. Weil da wird ja, ich würde schon sagen, die Wahrscheinlichkeit, da einen Sniper zu finden, ist wahrscheinlich höher als eine Gruppenkeile. Aber wir probieren unser Bestes. Ich hoffe halt, die 300 Schaden kriege ich eventuell schon in einer Runde hin. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich gucke erstmal, wo hier alle landen. Ja, der Wirbel Whiskey Wheels. Aber, bam, wo gehen die hin? Der will auf die Insel. Ich glaube, ich gehe dann echt Holly. Einfach auf ganz entspannt. Aber ihr wisst ja, hier in dem Lager, hier in dem Haus, der hat ja immer eine Sniper. Also da könnt ihr euch schon mal die Sniper, was weiß ich, in Duo-Modus holen oder Team-Modus. Also im Solo wird es natürlich schwierig. Klar, kann man machen. Aber ich denke mal, jeder kommt auf eine andere Idee. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal in Gruppenkeile, weil da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass wir Gegner treffen. Das Problem ist halt nur, wir müssen natürlich erstmal eine Sniper finden. Genau das ist in meinen Augen erstmal das größte Problem. So, das war nämlich schon mal Kiste Nummer 1, wo nichts war. Ja, hier liegt auch nichts rum. Aber hier kennen wir uns ja ein bisschen aus, denn wir landen immer hier. Kein Problem, ich suche natürlich keine Metz oder so. Ich gehe einfach nur schnell die Räume durch. Hier ist auch nichts. Da ist auch nichts. Oh, erster Haus schon mal nur Müll. Gucken wir mal in der Kiste, was drin ist. Ich könnte aber auch. Noch die Agenten sind noch nicht mal hier. Lol. Noch nicht mal die Kiste ist da, um darüber zu fahren, in Anführungszeichen. Oh, toll. Ist schön, dass ich eine Scar finde, aber eine Sniper wäre mir echt lieber. Ich sage ja Sniper. Ich glaube, bin mir aber auch nicht sicher. Doch, wir haben heute schon eine goldene Sniper rumliegen gesehen. Also auf der Map sind sie auf jeden Fall. Also falls mir jetzt einer ankommt, nee, die sind nur in Vorratslieferung. Nein. Ich habe definitiv eine Sniper gesehen. Das war in dem einen Video auf der Brücke. Das war sogar eine goldene. Ah, das war in dem Video, wo ich den Upgrade-Tisch gemacht habe. Aber die lag da halt wirklich einfach rum. Aber wahrscheinlich, ich sag ja, das ist mit der Sniper, das wird eine Eisaufgabe. Komm. Ja, bester Loot. Aber das Problem ist einfach nicht der, den ich suche. Jetzt muss natürlich hier ganz schnell sein, was die Kisten betrifft. Da ist auch keiner. Ja, noch ein Scar, man kennt ihn. Hier liegt auch keiner, da ist auch keiner. Ich hoffe halt, dass ich irgendwie vielleicht random eine rumfliegen sehe, aber sieht bisher schlecht aus. Ach, da auch keine, hier auch keine. Eieiei, anders nervig. Ich sage, das größte Problem ist, glaube ich, echt eine Sniper an sich überhaupt zu finden. Hier ist nichts. Ich weiß nicht, ob der Gegner. Ach, der Gegner. Ja, er war auch schon hier. Toll. Er war in der Kiste. Gucken, ob er in dem Haus war. Hinten war er noch nicht. Natürlich falle ich da runter. Hier ist auch keine. Ach, hier draußen haben wir noch die eine Kiste. Boah, das hier ist jetzt echt ein Krampf. Erstmal eine finden, ey. Aber wie gesagt, ich weiß, dass die random auch rumliegen.
Ansonsten wird's ja direkt auf die Vorratslieferung geiern. Aber die liegen halt nicht mehr so häufig rum wie früher. Beziehungsweise die lagen ja eine Zeit lang überhaupt nirgends rum. Da habe ich schon. Ah, die Kiste war noch da. Und dann war es das eigentlich schon loot-technisch. Hier ist auch kein. Oh, diese FPS-Drops, gell? Das waren gerade wieder 4 FPS. So, hier war aber irgendwo noch eine Spezialkiste. Aber ich glaube, die Spezialkisten sind nicht da, wenn Gruppenkeile gespielt wird. Ich hatte noch gerade selber überlegen, wo die nochmal war. Ach, die war da oben. Gerade nochmal hier schnell auf dem Dach gucken. Da ist auch keine. Eieiei, ich sag ja, Sniper finden ist das größere Problem. Ich meine, hier in dem Waldstück. Das ist doch die eine Agentenkiste, aber ich schätze mal, die ist nicht da, weil wir gerade Gruppenkeile spielen. Und ne, die steht nämlich sonst hier. Jetzt muss ich echt irgendwie aus den Vorratslieferungen probieren. Gucken, ob da hinten noch eine drin ist. Also ich würde fast behaupten, in normalen Kisten ist keine drin. Ja, super. Die brauche ich nicht. Ja, hier ist auch nichts. Mann, da liegt auch nichts rum. Boah, diese FPS-Drops, ey. Puh, Schmutz. So, versuchen wir in die Endzone zu kommen. Warte. Skills sind wieder da. Och echt, 3 HP. Lol. Ja, jetzt kann ich nur hoffen, dass ich in den Vorräten noch eine Sniper finde. Also ganz ehrlich, jetzt würde ich euch doch eher empfehlen, spielt den Solo-Modus. Im Solo-Modus einfach bei Holy Hedges, bei dem Agenten sich eine holen und fertig ist. Ist, glaube ich, deutlich schneller als das hier. Das Problem ist halt eine finden. Wenn du eine findest direkt, ist easy. Ja, die Lags sind da, wir haben es gemerkt. So, holen wir die Vorräte mal runter. Ich hoffe halt jetzt, dass hier kein Gegner hinkommt, da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock drauf. Aim ist auch voll da. Oh, warum kommen denn jetzt hier direkt so viele? Och Leute, ich will nur die Sniper haben. Ja, Schmutz brauche ich nicht. Diese FPS-Drops, gell? Ihr geil, 100% auch noch einen Sniper. Wieder keine Sniper, ich krieg hier einen Föhn, gell? Wie kriegt man denn hier noch eine Sniper, ey? Ich hätte sie eben doch mitnehmen sollen und einfach den Schaden machen sollen. Kann ja nicht sein, dass die Sniper so selten ist. Aber ich sag ja, einfach 300 Schaden machen mit der Sniper, wenn ihr dann mal eine gefunden habt und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Weil das hier ist anders. Ja, du bist der Beste. Aber ohne Quatsch, schreibt mal in die Kommentare, wo habt ihr die Sniper geholt? Ich schätze mal, die meisten haben es echt im Solo-Modus gemacht. Vermute ich jetzt einfach mal. Weil du hörst hier auch kaum Sniper bis gar keine. Lol, er macht glaube ich die Mega-Challenge. Natürlich kriegt hier nur den Assist. Oh, Leute, ich fasse Leute mit goldenem Skin, gell? Ich finde die einfach zu hässlich. So, hier haben wir keine Sniper gefunden.
Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück, aber wie gesagt, ihr wisst ja, einfach 300 Schaden machen und dann habt ihr das Ganze natürlich auch erreicht. Wir werden unser Glück dann mal woanders probieren und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.